Hallo und willkommen im Noch TSW 2. Und somit willkommen auf der Strecke Rhein-Ruhr, auf der Hauptstrecke. Wir fahren ein Szenario von Taskplace aus dem Rilsim-Forum, die Regionalbahn 40 von Essen nach Bochum Hauptbahnhof. Unser Zug ist an Flirt 2, Baureihe 442 oder auch bekannt und als Hamsterbagger, wie auch schon in dem Titelbild zu sehen. Unser letztes Let's Play-Video, das finale Let's Play-Video mit dem TSW 2, wird auch nicht so lange gehen. Wir haben hier die Lackierung Abellio in grün gehalten. Und ich wünsche hier schon mal viel Spaß mit dem Video und ich würde sagen, wir legen direkt los. So, und damit willkommen im Führerstand unserer Hamsterbacke, unseres Flirt 2 Baureihe 442. Regionalbahn 40 Richtung Bochum Hauptbahnhof. So, wir rüsten unseren Zug mal fertig eben auf. Wir öffnen auch schon mal unsere Türen und lassen die Fahrgäste einsteigen. Wir schalten mal die Führerstandsbeleuchtung aus, weil das ist nämlich zu grell hier. Das blendet alles. So, dann mal kurz aufstehen. Wir schauen uns den Zug gleich eben noch mal mit dem Repaint von außen an. Hier machen wir Roller runter. So, dann brauchen wir hier SIFA, Bremsunterdrückung, PZB und die PZB selber auch ist eingeschaltet. Jawohl. Tempomat schalten wir gleich an. Wir gehen noch mal hier raus. Steht ein S-Bahn-Zug, hier steht ein ICE 3M. Bleibt es eine Baureihe 422, wenn ich mich nicht irre. Renn jetzt aber nicht da wegen hin und schaue, was für eine Baureihennummer ist. So, hier steht unsere Hamsterbacke. Im schönen Grün von Abellio. Hüpp mal eben ins Gleis, hier kommt nichts. So sieht da aus. Dann schön den Ruhrpott hier mit der Schwebebahn als Symbol. Wir haben einen Solozug. So. Hier sind wir jetzt bei der S-Bahn nochmal angelangt. Hier fährt sie gerade weg. Hier haben wir noch ein Symbol vom Bergbau. Ja, ist sogar eine 422. Habe ich also doch richtig geraten. So. Ich denke, da ist überhaupt niemand eingestiegen. Na gut. Unser Signal ist auch schon frei. Dann würde ich sagen, ja, ich achte ja doch. Na gut. So, wir steigen ein, fahren jetzt mit unserem Zug in Richtung Bochum. Fahrt wird nicht so allzu lange dauern. Ups, rein, Tür zu, Platz nehmen. So, dann inaktiv, schalten wir noch ein. Ups, ich wollte gar nicht aufstehen, was soll denn das? So. So, dann stellen wir mal unsere Ausfahrtgeschwindigkeit auf 60. Weißt du, wann es wieder sein kann, dass der Zug schon so losrollen kann? Aber naja, gut. So, gleich haben wir es. 60 einmal Ausfahrgeschwindigkeit. Gut. Ja, dann schließen wir die Türen. Sind zu, jawohl. Lösen hier die Bremse. Instrumentenbeleuchtung noch ein bisschen an. Bremse löst gerade.
So, und dann geht's los. Sehr schön. Und ab nach Bochum dafür. Hatte eben schon den Fahrsound vermisst gehabt. Ach, kommt der Kollege entgegen. Aber trotz allem, die Sounds von den Zügen, die sind trotz allem zu klein. Zu leise, besser gesagt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Abellio Regionalbahn nach Bochum Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt ist Essen. Kai. Kommt gerade ein Güterzug auf der anderen Seite entlang gerauscht. Können schon nur auf 105 beschleunigen. Ach, das ist inaktiv. Na, jetzt lasse ich es raus. Dann bewältigen wir die Geschwindigkeitsregelung manuell. Ich eigentlich jetzt das Roller ein bisschen runter gemacht. Nö. So, jetzt ein bisschen angenehmer zum Fahren. Nächster Halt Essen, Krai. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich habe noch mal ein paar Ansagen dazu erstellt und dazu genommen. Das ist dann sonst eintönig, wenn man hier mit dem Zug fährt. Ja, hier kommt ein ICE 3M. Kommen jetzt hier nach Essen-Grei Süd rein. Fehlt natürlich jetzt noch in der Harbour. Naja, gut. Ausstieg jetzt hier in Fahrtrichtung rechts. Ja, ich bin gespannt auf den TSW 3. So, wir öffnen rechts. Und mal nach draußen schauen, weil ist ja nichts hier mit Fenster runter machen an der Tür. Guten Tag. Oh, war nicht arg so viel los. Na, sieht man, die Bardame wollte jetzt auch noch einsteigen. Weiß nicht, was so manche gehabt haben hier, die Vegetation wie Bäume und so weiter, die Grafik sieht doch gar nicht verwaschen aus. Dann wäre mal eher eine bessere Grafikeinstellung gewesen. Und negativ kann ich das nicht behaupten. Bin dann eher auf die Grafikeinstellungen vom TSW 3 gespannt. So, wir schließen. Dann geht es auch weiter.
4,8 Kilometer bis nach Wattenscheid. Ja, was ich jetzt meinte mit finalem Let's Play-Video vom TSW 2, ist natürlich jetzt das letzte, das jetzt hier auch produziert wurde. Es sind noch fertig produzierte Let's Play-Videos, die nacheinander auch noch zum Upload kommen. Aber das hier ist definitiv dann das letztproduzierte. Alles andere erfolgt dann mit dem TSW 3. Dann höre ich jetzt hier gleich den mit der 160 rauf. Ja, sieht man hier arg so viel zwischen den Bäumen, wenn der Zug da vorbei rauscht. Nächster Halt, Wattenscheid. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Schon dem Ziel näher. So, dann geben wir links die Tür frei. Da steigt doch schon eine Menge aus. Also haben wir doch schon ziemlich viele Leute mitgenommen gehabt. Naja, immerhin. Nächster Bahnhof ist ja dann schon der Zielbahnhof. Bitte achten Sie darauf, Ihre persönlichen Gegenstände nicht zurückzulassen. Hab nicht zurückgelassen, also Tür wieder zu. Zack. Türen schließen. Und weiter geht's dafür. Das ist eine blöde Ansicht. Wieso hängt man eigentlich mehr der zwischen den Bäumen? Ne?
einen Haufen Graffitis. Nächster Halt, Bochum Hauptbahnhof. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja. Das ist schon unser Zielbahnhof. Länger wird's heute nicht. Sattelgeschwindigkeit drauf, das Kleine. Gerät. Und so schnell hat man 5 Kilometer runtergeschrubbt. Oder knapp 6. Uns hier entgegen. Metronom, hat er sich verhört? Als würde man in eine kleine Trompete pusten. Dann kriege ich jetzt eine Zwangse. Na gut, es muss ja sein. Das ist ja das finale Video. Nur meine 60 gefahren. Ich weiß nicht, warum ich jetzt die Zwangsäge gekriegt habe. Das muss ich eben aufpassen, ich bin in der 45er Überwachung drin. So, weil es so schön war, spielen wir es nochmal an. Nächster Halt, Bochum Hauptbahnhof. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Genau. So, dann war es das auch schon wieder für unser kleines, aber feines finale Let's Play Video hier vom TSW 2. Lassen die Leute aussteigen.
Schauen Sie das hier nochmal an. Die meisten wollen nicht aussteigen, die wollen alle drin bleiben. Auf dieses dynamische Wetter bin ich gespannt, auf den TSW-3. So, dann schließen wir die Türen hier noch. Damit verabschiede ich mich hier aus Bochum. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass das kleine finale Video ein bisschen Spaß gemacht, denke doch. Und das nächste Mal kommt dann TSW3. In diesem Sinne, wenn den Kanal noch nicht abonniert hat, holt es gerne nach. Freue mich über jeden Abo. Die Aufforderung gilt auch mal an unsere Zuschauer ohne Abo. Wäre ganz nett, wenn da mal ein Abo rüberkommen würde. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye.